schwierig, aber ja, ich sage mal 289 dazu. Bisschen schwierig zum Erkennen, aber geht. Wichtig und richtig, Digi. Wichtig und richtig. So, was hast du denn da? 301. Weiß nicht, ob die Kennzeichen wichtig sind, aber ich rechne mal damit. Schwer. Schwer zu sagen, ist wirklich schwer zu sagen. Bist du deppert? Durch das ganze Gekritzel und alles drum und dran ist es nur schwerer zu erkennen. Ja, moin. Ah, da kann es sein, dass da die sauberen Dinger daherkommen. Dass ich jetzt gerade ein bisschen zu kompliziert gedacht habe. Kann das sein? Dass man eigentlich quasi nur aufs Bundle achten müsste. Okay. Ich hab dann wieder ein bisschen doch zu kompliziert gedacht. Bisschen dezent zu kompliziert gedacht. Ich hab mir da gehabt, das ist mal wieder so ein richtig heftiges Rätsel. Digga, Alter, wie das in den scheiß Apartment und alles. Bist du deppert. Aber na na, geht eh, geht eh, geht eh. Habe aber trotzdem so das Gefühl, dass wir bald in die andere Welt kommen. Ich weiß nicht. Und da werden wir dann auch noch den Code wahrscheinlich herausfinden. Machen wir sich gleich sicherheitshalber ein Foto. Weil sonst klebst du mir irgendwas das. Hey, ich bin immer ehrlich. Ich bin immer wieder ehrlich. Glaubst du, merkt man das? Das ist ja das. Bin wenigstens ehrlich, oder? Wer das merkt, oder der hat Respekt. Bist deppert. So. Foto hätten wir. Let's go, der wilde Hase. Was sagst du eigentlich jetzt Schönes? Herr Dragon. Was du gesagt hast. Heute wieder ein bisschen. Oder chillst einfach mal kurz den Sonntag. Passt. So. Sind aber auch wieder 9 Stück. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Sind aber 6 Dinger. Das wäre es jetzt, wenn das plötzlich aufgegangen wäre. Bist du deppert? Das wäre jetzt so lustig, wenn das jetzt aufgegangen wäre. Ist jetzt halt wirklich eine echt gute Frage. Wenn ich nicht mehr on bin, alles klar, Digga. So. Normalerweise, das geht ja nicht aus. Das ist ja das. Finde ich interessant. Müssen wir das dann einmal nochmal anschauen. Denke mal. Der wird mir so nicht aufmachen. Habe ich irgendeine Notiz sicherheitshalber? Weißt du, ich schaue mal sicherheitshalber. Okay, nee, das ist dann noch das mit dem Abfall und alles. Passt. Warte. Vielleicht könnten die Zahlen dann doch wichtiger sein als wie erwartet. Neun, zwei, vier, fünf, sieben, eins. Das wär's. Das wär's. Let's go, let's go. So, einmal die 9.
Dann die 2. Dann die 4. Dann die 5. Dann die 7. Und dann die 1. Mach auf die Hitten. Nein, oder was? Na, geh scheißen. 2, 4, 6, 8, 9. Oh ja, das wär's. Mach das nochmal. 9. 2. 4, 5, 7, 1. Vielleicht andersrum, dass wir erst die 7 nehmen. 7, 1, 4, 5, 9, 2. Okay, dann nehmen wir erst die 4. 4, 5, 9, 2. 7, 1. Ah, das war jetzt ein, das war jetzt Fehler. Nochmal. 4, 5, 7, 1, 9, 2. Machen wir mal den Schwenkerer. Dann machen wir wieder 4, 5. Diesmal machen wir 9, 2, 7, 1. Okay, dann interessantes Rätsel. Dann interessantes Rätsel, Leute. Bewegen kann ich es mal nicht. Das wäre aber so der Tipp, den was ich halt jetzt genommen hätte. Warte kurz. Sind das auch die gleichen Zahlen Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht. Sind nicht die gleichen. 9 ist keine 9. Passt. Ich hab's mir gerade gedacht. Ich hab's mir gerade gedacht. Das ist die 9. Muss mich jetzt kurz spielen mit die Bilder. Die 2 ist das da. So ein Hurenkind. 4 und 5. 4 ist das. Das sind Arschlöcher. Das sind richtige Arschlöcher. 5, aber geiles Rätsel, geiles Rätsel. 7 und 1. 7. Ist das da? Und 1 ist das da. Ah, diese Hurenkinder. Lauter Arschlöcher. Lauter Arschlöcher, da bist du deppert. Aber ich hab den 31er. Ich hab ihn, ich hab ihn. Darauf gibt's natürlich gleich mal einen Schluck, Alter. Zitronenwasser, oder? Bist du deppert. Kaffee habe ich schon ausgesoffen, meine 4 Tassen. Ja, moin. Dach. Dach. Oh. So, ich überlege gerade, wo ich nochmal rauf und wo ich nochmal runter komme. Hier mal hin. Ist eigentlich, glaube ich, eh wurscht. Na, ist nicht wurscht. Passt. Wehe dir, du bewegst dich. Wehe dir. Er kommt sowieso jetzt dann wieder irgendwo auf Viech. Es muss langsam irgendwo ein Viech daherkommen. Oh, und schon wieder die depperten Geräusche. Und ich weiß ja nicht, wer da Asthma hat oder irgendwas. Aber ich bin froh, dass ich einmal ein Quiet Place hinter mir habe. Aber aufs Dachel! Ich bin gespannt, was wir da so treffen werden. Hätten wir aber trotzdem gedacht gehabt, dass wir so drei Minibosse kriegen. Wegen drei Bundeln, drei Minibosse. Das hätte ich. Hätte ich irgendwie gefeiert. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
Das hätte ich auf eine gewisse Art und Weise gefeiert. Wollte schon sagen, der ist Vollmond. Gibt's überhaupt einen Mond? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Alter, da draußen, der will überhaupt kein Viech begegnen, gell? Das wäre jetzt aber ein richtig schöner Switcherer zu der anderen Welt. Muss ich jetzt gerade gestehen. Du bist beim Dachel oben, denkst an nichts dabei, gehst eine, plötzlich bist du in einer anderen Welt. Richtig cool. Ich würde es feiern. Pass, bis gleich, ciao, ciao, Digi. Und ich sammle mich da jetzt mal ein bisschen dumm und deppert. Wer weiß, was wir sowas ja noch nicht noch so alles finden werden. Oh. Oi, oi. Ich darf anscheinend da nicht einmal eine geben, oder was? Na super. Lass mich raten, ist es zu? Oh. Da ist es scheiße. Aber auch gut. Hm. Hm. Oh, bist du deppert! Havara! What? So sind wir jetzt auch unten gelandet. Digga! Scheiß, die wandern da. Oh, Mann, ey. Geil. Da hat der Eldragon jetzt was verpasst. Bist du deppert. Schon wieder dieser Scheißwichser, schon wieder dieser Scheißwichser. Wo sind wir denn eigentlich jetzt überhaupt gelandet? Ich rechne jetzt damit, dass wir jetzt bei der anderen Seite sind. Sehr, sehr stark. Ich wüsste nicht, ob ich mich so schnell wieder bewegen könnte. Ich glaube, ich wäre hier. Hätte man fix das Knackbruch oder irgendwas 100% safe. Mmh. Aufmachen können wir nicht, gell? Durchschauen kannst, wenn du willst. Aber schade. Es hat so ausgeschaut, wie hätte ich jetzt vielleicht oben was liegen gelassen. Was ich natürlich vermeiden möchte. Eh klar. Es hat eigentlich eher so ausgeschaut, wie könnte ich da drüber hupfen. Hm. Es hat eher so danach ausgeschaut. Aber sollten wir vielleicht... Soll man sich vielleicht... Bist du etwa 7 Schuss? What the fuck, Alter, für was 7 Schuss? Leg mich fetter Marsch. Aber sollte man sich vielleicht beim Hinterkopf behalten. Dass wir das, quasi die Situation, dann irgendwann vielleicht nochmal gebrauchen könnten. Dass wir vielleicht wieder aufs Dach irgendwann rauf müssten. Wegen was auch immer für Gründe. Vielleicht ist es eh nix. Vielleicht ist es auch doch etwas. Aber nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Deppert, Alter. Schaut das hier auch ein bisschen immer mehr abgefuckt aus. Hä, hey, das ist eh schon die perfekte Zelle für uns. Na schau. Das ist ja wenigstens was. Na geh. Okay. Die perfekte Zelle? Die Pudi. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich irgendwann einmal da irgendwo reingehe und plötzlich macht irgendeiner hinter uns zu? Hm. Verdächtiger Hase. Sehr, sehr verdächtiger Hase. Das kleine Mädchen scheißt uns nur rein, ich sag's dir. Der böse Wolf hat dich gefunden, oder? How do you know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. Hmm. I won't, please, just... I need to know.
Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying. Laura, I'm sorry. Fine. Don't believe me. See if I care. Hey. Let go. I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. Wieso habe ich das Gefühl, dass das eine Falle ist? Das stinkt nach einer Falle. Das stinkt richtig nach einer Falle. Das fährt's richtig nach einer Falle. Wetten, sie ist schon wieder weg. It's in the back. Behind an old pipe. Okay, sie macht zu. Here. Sie macht fix zu. Sag ich ja. Sag ich ja, sie macht zu. So eine kleine Bitch! I'm tired, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. What's the magic word? Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you rat! In your dreams, fart face. Laura, please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face. Laura! Laura! Oh, sie ist es bitte für ein Viech? Nächster Bossfight. Ich glaube, die Karte ist jetzt ich, nicht das Richtige, aber fast schon. Okay. Muss ich einfach nur überleben? Muss ich das Ding abschießen? Okay. Nimmer mal. Irgendwann hast du keine Decken mehr. Hoffe ich mal zumindest. Der wird doch bald irgendwann keine Decke mehr haben, oder? Hoffe ich mal zumindest. Aber der macht die ganze Hittenmeier, Alter. Wo sie ist mit ihm? Weißt du, Alter? So, weißt du, wenn man schon einmal schon mal so einen Postkampf in der Richtung gehabt hat. Dass man nicht, ob man abschießen sollte nicht. Ja, bei der Decke oben sieht man da einfach schwer. Das ist das. Okay, ja, dann mal die Rückendeckung. Da geht einmal gar nichts bei der Rückendeckung. Probieren wir es einmal mit der Schrotflinte, genau auf die Wampen. Wir haben viel Schrotflinten-Munition. Es könnte gut klappen. Na, bei der Seite nicht. Muss wenn dann die richtige Seite haben. Der Depp hat keine Decken mehr, der Wappler. Weißt du nicht, was der noch so deppert herumtut? Aber gehen's. Ja, ab und zu sehe ich ihn. Ab und zu, ja, ab und zu sehe ich ihn da oben. Ich glaube, jetzt habe ich ihn relativ gut erwischt. Aber ich will halt nicht komplette Schrot finden. Ja, super. Ich verwechsel das jedes Mal. Sogar Stange!
What the fuck? Der Zug hat jetzt schon Stangen, Leute, what the fuck? Okay. Aufpassen, der kann gut zustechen. Jetzt kann er wirklich gut zustechen, der Wappler. Der Junge da, ja, ich hab dich schon gesehen gehabt, Wappler. Jetzt hast du nur noch gewartet drauf. Ha, aber Alter, was ist das bitte für ein Weg, Alter? Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Aber. Wir haben jetzt wenigstens schon mal mehr Räume, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Bereich, mit dem man spielen kann. Alter, das verbraucht so dermaßen viel. Verpisst sich das Viech jetzt oder nicht? Nö. Nö. Und wie es sich nicht verpisst. Ah, Wara. Gibt's da wenigstens irgendwas, was ich... Ja, den Raum. Da, geh durch. Geh durch, Wappler. Achso, geht nicht. Okay, passt. Gut zu wissen. Ja, moin. Ich kann nirgendwo durchgehen. Also, ich muss es bekämpfen. Hoffen wir zumindest. Ausnutzen. Ausnutzen in den jeweiligen Moment. Wenn er so einen Schrei loslässt, ausnutzen. Sagen, das ist der eine Patient von drei vielleicht. Der Sonderpatient. Ich sage einer von dreien. Ich habe ja gesagt, hat einer von dreien. Digga, hat's mir ja nicht gehabt. Der Vultrottel hat's mir ja nicht gehabt. Einer von dreien. Die Sirene. Oh oh. Das Krankenhaus verwandelt sich. Na, ja, das schaut schon wenigstens wieder normal aus. Na, besser ist nix. Schon wieder Sirene? Bist du verarscht oder was? Na, lass wenigstens gleich die andere Seite ran. The fuck. Eigentlich ist es sowieso ein Wunder, dass der Haberer nur lebt. Aber wir kommen in einer anderen Welt, würde ich jetzt mal sagen. Aha. Aha. Eindeutig in der anderen Welt. Eindeutig. Scheiße. Das ist wirklich scheiße. Es gibt kein Zurück mehr. Noch besser. Wir bleiben in dieser scheiß fucking Welt. Richtig geil. Da sind wir so richtig schön fett am Arsch. Oh, sie können jetzt plötzlich mit Munition. Nachdem ich alles voll geballert habe in den Typen rein. So viel Munition habe ich noch nicht mehr gekriegt gehabt, Alter.
in der Scheißwelt. Das kann lustig werden. Das kann wirklich lustig werden. Aber Leute, dementsprechend würde ich mal wieder sagen, ich hebe mir das auf fürs nächste Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.